Pietro Lombardi und Laura, anders als gedacht, so kam es zum Liebescomeback. Das Instagram-Statement von Pietro Lombardi und Laura Maria Rüpper lässt Fans rätseln, wer den ersten Schritt zur Versöhnung gemacht hat. Nach den Vorwürfen von häuslicher Gewalt gegen den DSDS-Juror Pietro Lombardi, 32, dem Polizeieinsatz und Trennungsgerüchten veröffentlichte er gestern mit seiner Verlobten Laura Maria Rüpper, 28, ein Statement in seiner Instagram-Story. Zu dem Vorfall selbst hat sich das Paar nicht geäußert, doch das Foto bestätigt, dass die beiden noch zusammen sind. Bislang war jedoch unklar, wie es dazu kam, dass sich die beiden versöhnten. Laura macht den ersten Schritt. Vor kurzem bestätigte der Anwalt des deutschen Sängers, dass ein Kontaktverbot gegen Pietro verhängt wurde und es ihm untersagt wurde, Laura und seine beiden Söhne Liano Romeo und Amelio Elia zu kontaktieren. Nun soll seine Verlobte den ersten Schritt gemacht haben, sie kontaktierte ihn und erlaubte ein Treffen mit den beiden gemeinsamen Kindern. Noch immer ist unklar, wie die gemeinsame Zukunft des Paares aussehen wird. Dem Anschein nach werden die beiden ihren Kindern zuliebe zusammenbleiben und an der Beziehung arbeiten. Besonders da der zweite Sohn des Paares erst vor wenigen Monaten zur Welt kam. Ob das Ganze rechtliche Konsequenzen für den ehemaligen DSDS-Sieger nach sich ziehen wird, ist zurzeit nicht bekannt.